Richtiger Mixer, Junge. So, Freunde, es gibt wieder ein neues Video. Und bevor es losgeht, erstmal ein riesen Dankeschön für 10.000 Abonnenten. Echt krass, wie schnell das jetzt ging und wie weit dieser Kanal jetzt geht. Auf jeden Fall echt cool. Riesen Merci dafür. Und heute drehen wir wieder eine Umfrage. Und damit ihr nicht gespoilert werdet, schaut zuerst auf Phils Kanal das Video. Kommt zurück in dieses Video. Und lass auch noch, oder? Sexuell aufgeklärt wurde von Riley Reid. Gina Wild ist doch hier. Ist doch die Boomer. Ja, ja. Gina Wild ist die Boomer. Das denkst du und kann mich bis heute nicht richtig binden. Und wo steht's? Genau hier. Respect Privacy. Top. Safe, Digga. Vorbild. Cringe. Was? Was du sagst, cringe. So. Cringe. Diese Lacher. Hast du schon das neue Phil Laude-Video gesehen? Hier ist safe einfach so cringe. Ja, Mann, ich hab's gefilmt. Cringe. Danke. Egal, aber willst du nicht einen TikTok zeigen? Oh ja, na klar. Ja, ne, vor allen Dingen hast du das Handy schief gehalten. Dann müsste ich eigentlich sagen, Digga, wie cringe bist du denn? Ja. Geil, du hast genau in dem Moment, wo du kalt warst, hast du gerade diesen Bottle-Flip gemacht an der Stand, Alter. Das kriegen wir so nicht nochmal hin. Nee. Für das gute Stümpelbike kann man nochmal ein Like da lassen. Wir haben hier mal eine, was muss ich da nochmal sagen? Wir machen eine Umfrage zum Punkt Themenschwerpunkt Deutschland 1.1. Boah. Nein. Okay, das ist schon so ein Zungenbrecher. Dann sind Sie mit der Digitalisierung. Aber ich hab schon eingekürzt, es war so ein Text. Da sind wir wieder mit den ganzen Tonproblemen hier in Gaum. Hallo, wir machen eine Umfrage zum Themenschwerpunkt Deutschland 1.0. Wie stehen Sie zur Digitalisierung? Okay, ich glaube, jetzt habe ich. Schönen guten Tag. Wir haben ein... Ah, fuck, ich hab's verkackt. Wahrscheinlich ein Schüler. Osman, denke ich. Was? Was? Nee. Unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Aber es war Osman. Okay. Ja, aber du kannst auch rauscutten, ne? Da war eine Pause. Ja, warte, der fährt jetzt noch mal einmal hier lang. Wir ziehen auch laute Störgeräusche irgendwie an, ne? Boah, Junge, ich krieg gerade voll die Flashbacks in meine Getränkemarkt-Zeit. So ein Ding bin ich da mal rumgefahren. Getränkemarkt war so ein klassischer Ferienjob. Mal Getränkemarkt oder Burger King. Boah, ja, stimmt, Burger King. Freundin von mir war bei Burger King, ey. Und wir haben mal umsonst Burger gekriegt. Krass. Weil die einfach dazugelegt hat. Ich habe Medikamente ausgefahren, das war geil, weil du hast immer arsch viel Trinkgeld bekommen. Wenn du mal aus Versehen eine Packung zu viel beigelegt hast. Ja, ne? So. Bist du halt beim Nestler? Beim Nestler? Da gibt's noch mehr Aspirin. Ibu extra. Ja. So, das sieht irgendwie nach mir aus, oder? Ja, ne? Sieht irgendwie eher aus, als wäre die von mir. Hast du dir die Jacke eigentlich mal ernsthaft gekauft und die ist zur Gen Z-Figur gewandert? Oder? Ja, ja. Okay. Ich trage die auch tatsächlich doch so manchmal. Das ist Phil Laude und das ist Sandro Laude. So. Da habe ich doch wohl direkt die Question wieder vergotten. Was muss die Regierung tun, damit die Digitalisierung schneller vorangeht? Oder irgendwie sowas, so, ja, die Regierung muss einfach genau das machen, was wir ihnen vorgeben. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. Die Regierung macht ja, was der Fatih sagt. Und noch hat der Fatih die Kupfertrappen hier. Mehr möchte ich zu dem Thema nicht. Ja, das ist schön. Haben wir noch einen geilen Callback zu dem ersten. Ne? Was muss denn die Regierung noch machen? Warte. Mehr möchte ich jetzt zu dem Thema auch nicht sagen, sonst mache ich mich noch strafbar. Wäre auch nicht so schlimm, ich kenne den Richter. Richtiger Mixer, Junge. Ich würde so reinhauen. Ne? Oh. Schrecklich, dass du das so gut kannst, ey. Ja. Yeah. Oh Gott, das wird wieder wild, Alter. Ach, Klaus, ey. Manchmal fühlt man sich auch wie so ein Monty Python-Sketch, oder? Ja. Da kommt irgendwie noch so eine Gang Enten vorbei. Ja, fehlt echt nur noch, dass einfach da ein Hubschrauber landet oder so ein Komet oder so. Okay, und was für Chancen bietet die was? Und was für das ist so ein schweres Wort, Digitalisierung, Arschloch. Und was für Chancen bietet die Digitalisierung für die Bildung? Chancen für die Bildung? Ich werfe dir immer so die Bälle zu bei jedem Charakter. Und bei Klaus ist das immer mit so einem Baseballschläger. Was? Voll in meine Fresse immer. Das ist immer so ein Batz und der Schläger hinterher. Abgedreht! Abgedreht! Abgedreht!